Manuel, endlich ist es soweit. Wir sind wenige Augenblicke davor, dass die Eröffnungsfeier startet. Die nationalen Spiele in Thüringen 2024. Worauf können wir uns freuen? Auf viel Spaß, familiäre Bestimmung und schönes Oberhof, schönes Erfurt und schönes Weimar. Du hast sicherlich schon das ein oder andere Gespräch auch mit den Athletinnen und Athleten geführt. Wie groß ist die Vorfreude auf diese gesamte Woche? Ist bei allen sehr groß, die freuen sich alle drauf. Aber besonders erstmal auf die Eröffnungsfeier und morgen geht es halt dann richtig los auf die Wettkämpfe und allen, was drumherum noch ist, wie das Healthy-Programm und so weiter. Eröffnungsfeier als Stichwort. Was kommt da auf uns zu? Lasst euch überraschen, was kommt. Lasst euch einfach, nehmt es mit und schaut euch an. Verraten darf ich nicht, jetzt so früh. Aber insgesamt, so eine Eröffnungsfeier, welche Bedeutung hat diese Eröffnungsfeier dann auch halt für die gesamten Spiele, für die Athletinnen und Athleten? Da beginnt das große Fest, was jetzt in der ganzen Woche abläuft. Die ganzen Wettkämpfe, Emotionen, familiäre Angelegenheiten, alles nach außen tragen, um gesehen zu werden, Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Insgesamt, im vergangenen Jahr gab es die Weltspiele in Berlin. Jetzt ist das quasi der nächste Step im Kalenderjahr 2024, das größte Ereignis dieser Art. Worum geht es insgesamt? Um die Sicht nach außen, um sichtbar zu werden und um Teilhabe zu schaffen, mehr Teilhabe nach außen, um auch Vereine anzusprechen, dass Menschen mit Behinderung in den Sportvereinen auch angenommen werden. Und halt einfach Sichtbarkeit nach außen, um Menschen mit einer Behinderung nach außen anzuerkennen. Hier in Thüringen, in Oberhof, finden die Spiele statt. Diese ganzen Wirkungsstätten, diese ganzen Sportstätten dann hier auch zu sehen, auch zu erleben als Aktiver. Wie viel vorgenommen? Ja, bei 2,5 und 5 Kilometer das Beste rausholen. Ich will mutig mein Bestes geben und ich möchte nach Turin, 25, zu den Weltspielen als Athlet. Ich will gewinnen. Doch wenn ich nicht gewinnen kann, soll, so will ich mutig mein Bestes geben. Dankeschön. Ich erkläre hiermit die Special Olympics Nationale Spiele Thüringen 2024 offiziell für eröffnet. Was bedeuten die Special Olympics für das Land Thüringen? Special Olympics, die nationalen Winterspiele, sind ein großes Ereignis, nicht nur ein sportliches Ereignis, auch ein gesellschaftliches Ereignis. Diese Winterspiele reihen sich ein in eine Vielzahl von Wintersportaktivitäten in Oberhof, aber in ganz Thüringen. Und sie finden ja auch dezentral statt. Und damit gibt es einen starken Impuls in die Gesellschaft, dass Inklusion unwahrscheinlich wichtig ist. Warum ist Thüringen so ein guter Gastgeber? Ach, das haben die Thüringer so an sich, dass sie weltoffen sind und immer gerne Gäste haben. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich für Thüringen auch gut werben und immer wieder neue Leute einladen. Was ich herrlich finde beim Special Olympics, das ist diese Kraft, die der Sport einfach ausübt. Diese Faszination, die ja über alle Gesellschaftsschichten hinweg verbindet. Wie nehmen Sie das wahr? Ja, Inklusion beginnt im Kopf. Und wenn das nicht im Kopf klar ist, dann kann ich Inklusion auch nicht leben. Wenn es nicht für jeden und jede selbstverständlich wird, Menschen so zu nehmen, wie sie sind, egal wo sie herkommen, egal ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht, sondern dieses Miteinander, und das ist genau das, was Special Olympics ausmacht. Und das ist ein Signal an die Mehrheitsgesellschaft, doch jeden und jede so zu nehmen, wie er, wie sie ist, und damit ja einfach jedem die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben an allen Dingen, am Sport, an der Kultur, an der Bildung, eben an allem, was uns reich und glücklich macht. Frau Kajewski, wir sind unmittelbar vor der Eröffnungsfeier, dass es so wirklich losgeht mit einer sicherlich wieder mal atemberaubenden Woche. Aus Ihrer persönlichen Sicht, worauf freuen Sie sich am meisten mit Blick auf die nächsten Tage? Ich will ganz viel sehen, ganz viele Wettbewerbe schauen und am meisten freue ich mich auf die Siegerehrungen. Denn Siegerehrungen bei Special Olympics sind was ganz Besonderes. Nach den Weltspielen in Berlin ist das der nächste Höhepunkt in Special Olympics in Deutschland. Diese Winterspiele, welche Bedeutung haben die insgesamt? Die sind sehr, sehr wichtig, um das, was wir mit den Weltspielen initiieren konnten und was jetzt schon an Begeisterung auch in der Bevölkerung zu spüren ist, dass wir das weitertragen können. Alles mit dem Ziel, Inklusion für die Athletinnen und Athleten von Special Olympics, gesellschaftliche Teilhabe und Botschafter ihrer eigenen Sache zu sein, voranzubringen. Warum passt es gerade auch, dass diese Winterspiele hier stattfinden, in Thüringen? Naja, als wir sie geplant haben, haben wir noch nicht gewusst, wie die politische Situation in Thüringen sein würde.
Und umso wichtiger ist es, dass das weltoffene Thüringen jetzt auch seine demokratische Seite vom Besten zeigt, um rechtsradikalen Kräften keinen Boden für irgendwelche kruden Parolen zu geben. Sie werden auch das ein oder andere Gespräch mit den Athletinnen und Athleten geführt haben. Wie groß ist die Vorfreude bei denen? Die ist so groß wie immer, sage ich jetzt mal. Special Olympics Athleten, die freuen sich einfach, die sind authentisch, die kennen keinen Neid. Die freuen sich auch, wenn der Kumpel oder die Kumpelin eine Medaille bekommt und sie vielleicht nur eine Anerkennungsschleife. Alles gut, die Wettbewerbe werden fair, wie es bei Special Olympics üblich ist. Wie viel Aufwand ist das eigentlich, so eine Woche auch vorzubereiten? Wie viel haben Sie davon mitbekommen? Also ich als Ehrenamtler kann den Aufwand, den die Hauptamtlichen haben, auch nur bedingt einschätzen. Wir waren ein bisschen knapp jetzt mit der Zeit, weil wir ja die Weltspiele hatten und dann kam die Sommerpause. Das heißt, wir haben weniger als ein halbes Jahr gehabt, um wirklich die konkrete Vorbereitung zu packen. Aber Thüringen ist ja Mitausrichter und die Städte Weimar, Erfurt und Oberhof sind ganz stark dabei. Und gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam sind wir stark. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Athletinnen und Athleten, die wir jetzt hier dann erleben werden. Es gibt aber genauso viele mindestens Volunteers. Die Rolle dieser Volunteers, wie ist die einzuordnen? Kann man gar nicht hoch genug einordnen. Und wir hatten bei diesen nationalen Spielen erstmals die Situation, dass wir die Volunteerliste schon früh schließen mussten. Die Begeisterung auch bei den Volunteers ist so groß, dass sich viel mehr gemeldet haben, als letztlich jetzt in der Organisation einen Platz finden. Aber das ist doch schon, man muss schon sagen, ein Luxusproblem. Ich bin so dankbar, dass die Volunteers so dabei sind. Sie setzen ihre Zeit ein, sie setzen ihr Geld ein, sie setzen ihre Emotionen ein. Da wird nichts bezahlt, sondern das ist alles freiwilliges Ehrenamt und das finde ich ganz großartig. Heute, das ist der Auftakt. Was wünschen Sie sich für die nächsten Tage? Ich wünsche für die Athletinnen und Athleten, dass das Wetter einigermaßen hält, dass es nicht zu hart ist für ihre Wettkämpfe. Und ich wünsche mir, dass wir die Fröhlichkeit, die bei Special Olympics ganz üblich ist, dass wir diese Fröhlichkeit bis zur Abschlussfeier auch erleben dürfen. Das werden großartige Spiele, davon bin ich überzeugt. Und weil jetzt hier in wenigen Minuten die Eröffnungsfeier startet, worauf freuen Sie sich eigentlich persönlich immer am meisten im Rahmen einer Eröffnungsfeier? Im Rahmen einer Eröffnungsfeier, den Einmarsch der Athleten aus den verschiedenen Landesverbänden. Und wir haben ja auch internationale Gäste. Wir haben Athleten aus Israel, aus den Niederlanden und aus Österreich. Und das zeigt eben auch, wie weltoffen diese Region ist. Das ist wunderschön und ich bin auch sehr froh, dass so viele Oberbürgermeister und Bürgermeister, die schon bei den Hosttown-Programmen dabei waren, jetzt auch wieder anwesend sind. Das wird, glaube ich, eine ganz tolle Eröffnungsfeier. Und abschließend die Frage, weil jetzt 6 Monate vergangen sind seit den Weltspielen, haben Sie schon wieder einen Punch feststellen können aufgrund der Weltspiele? Hat sich schon wieder etwas getan in diesen letzten 6 Monaten? Ja, wir haben erstmal ausgewertet, wir haben festgestellt, dass auch durch die Medienallianz, die wir gebildet hatten, sehr viel mehr an Aufmerksamkeit in der Bevölkerung da ist für unsere Athletinnen und Athleten. Die Bekanntheit der Organisation Special Olympics hat sich verdoppelt im Vergleich zu Messungen vor den Weltspielen. Und Bekanntheit ist ja nicht einfach irgend so ein Ding, so nach dem Motto, ich freue mich, dass ich jetzt bekannt bin, sondern Bekanntheit bedeutet ja zugleich auch, dass die Geschichten, die unsere Athletinnen und Athleten schreiben, die sie erleben, ja, die sie sind, dass diese Geschichten auch in der Bevölkerung bekannter werden. Und das ist das, was wir wollen, dass Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung genauso gesellschaftliche Teilhabe und Gleichberechtigung haben wie wir alle.
Sven Albrecht, die Special Olympics in Oberhof in Thüringen stehen vor der Tür. Wie sieht es in Ihnen aus, die Erwartungshaltung? Ja, es ist einfach eine große Vorfreude, nach dem Großereignis der Weltspiele jetzt die nationalen Spiele hier in Thüringen durchzuführen, dass die Athletinnen und Athleten ihr Bestes zeigen können. Wir stehen kurz vor der Eröffnungsfeier, daher ist es ein wunderschönes Gefühl. Nach den Weltspielen, Sie haben es eben angesprochen, welchen Push haben die Weltspiele in Special Olympics in Deutschland gegeben? Ja, ich glaube, wir merken das jeden Tag, dass unsere Athletinnen und Athleten viel stärker gesehen werden, dass wir große Berichterstattung schon vor den Spielen hatten. Hier wieder durch die Medienallianz eine Begleitung da sein wird, die wir bisher nicht kannten. Und deswegen geht es uns darum, dass unsere Athletinnen und Athleten regelmäßig trainieren können. Und die Winterspiele sind wieder ein Push für uns, aber der Weg ist trotzdem noch lang. Mit welchen Emotionen sind Sie hier nach Oberhof und nach Erfurt gereist, wenn man hier durch die Gegend fährt, wenn man in Wettkampfstätten ist, man sieht nur strahlende Gesichter. Wie geht es Ihnen? Ja, ich bin sowieso ein großer Fan von Winterspielen, weil es ist so eine wunderbare familiäre Atmosphäre. Alle tragen die gleichen Kleider. Wir müssen uns warm anziehen, wir müssen zusammenrücken. Wir können es auch. Und daher sind die Winterspiele großartig. Und ich glaube, die Athletinnen und Athleten, die brennen. Das sieht man in den Gesichtern. Und das entzündet das Feuer genauso bei uns. Athleten ist das eine, aber ohne Volunteers, ohne Freiwillige geht es auch nicht. Ne? Wie viele Leute sind hier im Einsatz? Und wie ist es, solche Leute zu generieren und für dieses Thema zu begeistern? Ja, auch das merken wir nach den Weltspielen, dass noch eine größere Begeisterung ist. Wir hatten ganz viele Menschen, die uns unterstützen wollten. Und diese Veranstaltung kann gar nicht stattfinden, ohne die 500 Volunteers, ohne die Helferinnen in den Sportarten, die Kampfrichter. Und da ist es großartig. Ich will aber auch unterstreichen, dass es oft Menschen sind, die nicht nur hier helfen, sondern die jeden Tag in den Vereinen, in den Einrichtungen dafür Sorge tragen, dass unsere Athletinnen und Athleten trainieren können. Und wir brauchen noch viel, viel mehr. Was sind Ihre Wünsche für diese Tage hier in Thüringen? Ja, erstmal tolle Wettbewerbe, tolle Bedingungen. Der Freistaat ist ein wunderbarer Gastgeber. Dass die Athletinnen und Athleten ihre Bestleistung für sich persönlich zeigen. Dass das Gemeinschaftsgefühl, der Zusammenhalt, der ja leider in unserer Gesellschaft im Moment verloren geht, dass aus Thüringen wieder ein starkes Zeichen geht, dass es ein Miteinander gibt. Das wünsche ich mir. Und dann hoffe ich, dass die über 900 Athletinnen und Athleten am Freitag glücklich nach Hause fahren und sagen, sie hatten eine tolle Zeit und noch motivierter ihren Sport betreiben. Und merkst du es jetzt schon, die Atmosphäre, die ist irgendwie inspirierend, die ist ansteckend, oder? Die ist absolut inspirierend und daher macht uns das, glaube ich, auch alle süchtig, das immer wieder mitzuerleben. Unsere Athletinnen und Athleten sind einfach großartige Vorbilder und jeder, der in Frage stellt, ob unsere Athletinnen und Athleten dazugehören, der soll mal hierher kommen. Und ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr dieses Miteinander und davon können wir viel von unseren Athletinnen und Athleten lernen. Wir sehen, das wird eine tolle Eröffnungsfeier. Im Hintergrund sehen wir schon, sie ist gerade in Gange. Auf was freuen Sie sich besonders jetzt bei der Eröffnungsfeier? Na, für mich ist schon das Feuer immer ein ganz besonderer Moment, wo ich auch versuche, möglichst alleine zu sein und das zu genießen. Aber ich glaube, auch die Fahne, wir werden stimmungsvolle Miteinander haben. Aber das Feuer, muss ich schon sagen, ist immer ein ganz besonderer Moment. Sie sagen genießen, aber vor dem Genuss kommt die Arbeit. Wie schwer ist es, solche Spiele zu organisieren? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Wie groß ist das Team? Ja, das ist nur durch ein großartiges Team überhaupt leistbar. Und wir haben hier ein knappes Team von 10 Personen gehabt, die in den letzten Wochen und Monaten ganz intensiv daran gearbeitet haben, die unterstützt worden sind von dem Team der Bundesgeschäftsstelle. Aber auch hier will ich unterstreichen, wir haben ganz, ganz viele ehemalige Mitarbeitende, zum Beispiel aus dem Organisationskomitee der Weltspiele, die jetzt selber Urlaub nehmen und uns hier unterstützen. Auch hier erleben wir das miteinander, aber es ist ein großartiger Einsatz unseres Teams hier vor Ort gewesen. Und auch die Kolleginnen und Kollegen von den Medien, die uns jetzt begleiten, das zu produzieren. Wir wachsen, wir werden immer größer, aber trotzdem bleiben wir eine Familie. Und das ist das Schöne bei Special Olympics.